Chevy. Zwei verdächtige Personen nähern sich von links. Vorsicht! Bei einem Stadtfest in der Region gibt es einen Anschlag auf ein Hotel. 8 Menschen sterben. Die Täter sind noch auf freiem Fuß. So lautet das Szenario für die Antiterrorübung Alpentex hier am Tegelberg. Für einen besseren Einblick haben wir dem Einsatzleiter der Polizei eine Kamera angesteckt. Go, 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 go! Ihr bleibt am Rand erstmal. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Im Fall eines Terroranschlags ist die Landespolizei zuständig. Wenn die Unterstützung braucht, wird zunächst die Bundespolizei angefordert. Ist auch die überlastet, kommt die Bundeswehr mit ins Spiel. Dazu müssen laut Innenminister Joachim Herrmann aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass eben die Rahmenbedingungen des Artikel 35 Grundgesetz erfüllt sind. Wir gehen heute bei dieser Übung auch von einem regionalen Katastrophennotstand aus. Und da muss als sozusagen letztes Mittel es auch möglich sein, wenn die Kräfte der Polizei sozusagen an die Grenzen kommen, gehen jedenfalls auch durch Einsätze andernorts, dann müssen wir auch auf die Unterstützung der Bundeswehr zurückgreifen können. In der Übung besteht der Katastrophennotstand darin, dass Attentäter mit einem Anschlag auf die Wasser- und Stromversorgung drohen. Und zwar am Forgensee-Staudamm. Wir hatten eine Objektschutzstreife unterwegs, die von Terroristen angeschossen worden ist. Und unser Auftrag war es konkret, die verletzten Kollegen dann aus dem Gefahrenreich zu bergen und der Versorgung zuzuführen. Das zweite Szenario war dann die Feststellung der Täter an der Lokalität. Die wurden dann durch Kräfte vom SEK festgesetzt und festgenommen, soweit es möglich war. Der Teil der Übung am Staudamm hat schon am ersten Übungstag stattgefunden. Dabei ging es auch um die grundsätzliche Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr. Heute am zweiten Tag geht es um die Festnahme und die ist besonders schwierig, weil die Täter im Übungsszenario in die Berge geflohen sind, was natürlich zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Und auch hier kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Attentätern und zu verletzten Einsatzkräften. Die müssen dann natürlich auch geborgen werden. Einsatzkräfte erfahren erst zu Beginn der Übung, was sie erwartet, so wie auch im echten Einsatz. Die Alpentex-Übung gehört zu einer ganzen Reihe an Übungen. Der Name Tex ist dabei eine Abkürzung für Terror Exercises. Da die Polizei und die Bundeswehr meist nur bei Naturkatastrophen zusammenarbeiten, ist regelmäßiges Üben enorm wichtig. Weil wir doch unterschiedlichen Sprachgebrauch haben, ein bisschen anders strukturiert sind, zwar prinzipiell gleich ausgerichtet, einmal innere, einmal äußere Sicherheit, aber doch in den Feinheiten Unterschieden existieren. Deswegen haben wir uns zusammen erarbeitet, wie wir eine Sprache finden, eine Struktur, sodass wir auch im Einsatz zusammenfinden und nicht jeder das sein Ding macht und das dann irgendwie aus den Bahnen rät, sondern dass wir Hand in Hand verzahnt miteinander arbeiten können. Bei einem Terroranschlag ist, wie bereits erwähnt, ja erst einmal die Landespolizei zuständig. Wenn die Bundeswehr oder andere Organisationen wie Rettungsdienste oder das THW dann zur Unterstützung kommen, ist es Aufgabe der Polizei, alle zu führen und zu koordinieren. Innenminister Joachim Herrmann ist es wichtig zu betonen, dass die Polizei die Unterstützung aber nicht brauche, weil sie zu schwach aufgestellt sei. Ich bin froh darüber, dass die bayerische Polizei über die letzten 15 Jahre 8000 zusätzliche Stellen bekommen hat. Wir in diesem Jahr die Zahl von insgesamt 45.000 Stellen für die bayerische Polizei überschreiten werden. Wir gleichzeitig einen Rekordhaushalt auch in der Ausstattung der Polizei in diesem Jahr haben. Insgesamt über 600 Millionen Euro in dem Jahr. Wir haben in den letzten Jahren
auch aufgrund der Terrorgefahren, die ballistische Schutzausstattung für die Polizei deutlich verstärkt. Bei der ballistischen Schutzausrüstung handelt es sich um kugelsichere Ausrüstung. Auch in neue Pistolen sowie Mitteldistanzwaffen sei viel Geld geflossen. Besonders geschützte Fahrzeuge wie Panzer werden im Polizeialltag aber wohl kaum gebraucht. Mit solcher Ausrüstung hilft dann die Bundeswehr aus. Damit die Koordination hier gut klappt, ist es wichtig, dass besonders die Einsatzleitung alle Aufgaben im Blick hat. Dazu gehört es, die Verletzten zu bergen, die Bergung abzusichern und die Fahrzeuge zu koordinieren. Das sind Sachen, da wächst man als polizeilicher Einsatzleiter hinein. Es ist nicht so, dass das jetzt meine erste Übung in der Richtung war und auch nicht meine erste Einsatzlage in dem Ausmaß. Wenn man anfängt bei der Polizei, kommt man ein bisschen ins kalte Wasser, hat immer Unterstützung. Und je länger man das Ganze macht, desto einfacher wird es, weil man einfach die Routine kriegt, bei solchen komplexen Abläufen das zu koordinieren. Nichtsdestotrotz, wenn es eine Echtlage ist, ist man auch als erfahrener Beamter absolut am Anschlag und holt dann das Beste aus der Sache raus, weil eben ein sehr hoher Druck auf einem liegt. Neben der Übung nahe der Rohrkopfhütte hat ein Teil der Alpentex auch in der Allgäu-Kaserne in Füssen stattgefunden. Hier wurde die Übung vorab besprochen und den Zuschauern vorgestellt. Auch die Ausrüstung von Polizei, Bundeswehr und weiteren Blaulichtorganisationen wurde präsentiert. Terrorabwehrübungen in diesem Rahmen finden seit 2017 jährlich mit verschiedenen Themen an verschiedenen Orten in Bayern statt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir die erste Übung in Murnau durchgeführt haben, damals auch in Anwesenheit der damaligen Bundesverteidigungsministerin. Ich habe sie ja gestern erst in Bayreuth wieder getroffen und sie hat sich auch noch gerne an diese Übung erinnert. Es war damals ein starkes Zeichen, weil es das erste Mal überhaupt in ganz Deutschland wohl war, dass in dieser Art und Weise die Zusammenarbeit von Polizei und Bundeswehr in einer solchen Terrorlage geübt wurde, vorbereitet. Eine Premiere ist die Alpentex 2023 aber dennoch. Zum ersten Mal findet die Übung auch außerhalb von Bundeswehrgelände statt und kann von der Presse begleitet werden. Die zweitägige Übung erfordert auch viel Vorbereitungen. Es sind über 400 Polizeibeamte eingesetzt. Wir haben 6 Monate intensiv uns vorbereitet, haben viele Absprachen mit den anderen Organisationen, vor allem mit den Kameradinnen und Kameraden von der Bundeswehr, durchgeführt. Und wir können jetzt schon sagen, obwohl natürlich die letzte Übung noch aussteht, dass die Übung als Erfolg gilt. Und das sei besonders jetzt, auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, besonders wichtig. Wir haben den Anschlag auf den Staudamm gesehen, wir haben gesehen, wie Brücken gesprengt werden. Also durchaus Situationen, die vergleichbar denen hier sind. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir auch im Zeitalter der Bündnisverteidigung eng mit den Bundesländern und hier mit Bayern zusammenarbeiten, um dieses Szenario zu üben. Das heißt, für uns ist der Schwerpunkt nicht nur im Baltikum oder sonst wo in Europa, sondern auch hier bei uns zu Hause. Weil Landesverteidigung findet hier statt. Wir spüren, dass leider die Gefahr von terroristischen Anschlägen nicht geringer geworden ist, egal ob es sich um Islamisten handelt oder um Rechtsextremisten, verrückte Reichsbürger, wie wir bei den Razzien in den letzten Monaten festgestellt haben, oder auch mal wieder Linksextremisten. Die Gefahr ist da und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Die Übung wird aber nicht von allen Parteien für gut befunden. Martina Renner, Sprecherin der Linksfraktion, hat sich der Tageszeitung ND wie folgt geäußert. Der bayerische Innenminister als harter Hund zwischen Panzern und Räumfahrzeugen, das ist nichts weniger als eine staatlich finanzierte PR-Show für den Hersteller und die CSU. Laut dem Innenminister waren die Übungen in den letzten Jahren aber zielführend. Denn dadurch hätten die Streitkräfte immer wieder gelernt, was schon funktioniert, woran noch gearbeitet werden muss und auch, was beispielsweise in den Führungsstrukturen klarer werden muss. Bis die diesjährige Übung fertig nachbearbeitet ist, kann es noch einige Monate dauern. Erst dann wird sie endgültig bewertet. Ein erstes Fazit gibt es aber schon mal. Wir haben tatsächlich wertvolle Kontakte geknüpft. Wir haben einen intensiven Austausch auch zu strategischen Überlegungen geführt. Und wir haben gemeinsam auch viel gelernt, was der andere kann, wie wir unsere Ressourcen am besten miteinander in Verbindung bringen können, um den Schutz der Bevölkerung in so einem Anschlagsfall, von dem wir hoffen, dass er nicht passiert, von dem wir aber auch nicht ausschließen können, dass er passiert, eben so gut wie möglich bündeln können. Also wichtige Erkenntnisse. Unsere Heimatschutzkräfte waren erstmals hier mit bei dieser Übung involviert. Und ich bin mir sicher, dass wir weiterhin solche Übungen machen müssen, auch mit mehreren Bundesländern. Und ich freue mich daraus, das dann aus Berlin weiter beobachten zu können. Das war hier auf jeden Fall hervorragend. Auch die polizeiliche Leitung ist zufrieden. Es habe zwar kleine Probleme gegeben, die hätten sich während der Übung aber noch lösen lassen. Ich nehme mit, dass meine Truppe sehr gut aufgestellt ist, natürlich heute einen Schritt weiter nach vorne gekommen ist. Ich keine Angst haben muss, in entsprechenden Echtlagen mit meinen Jungs und Mädels reinzugehen. Aber auch, dass ich auf die Bundeswehr zurückgreifen kann, wenn es drauf ankommt und ich da sehr gute Unterstützung kriege, wenn es sein muss. Also man findet gerade auf der Arbeitsebene sehr schnell zusammen, sieht das gemeinsame Ziel vor Augen, arbeitet dann zielorientiert und findet schnell zusammen. In Zukunft sollen auch weitere TEX-Übungen stattfinden. Die nächste 2024, dann aber in einer neuen Kulisse und mit neuem Szenario. Hier am Tegelberg sind die Attentäter jedenfalls gestellt und ein weiterer Angriff verhindert worden. Traditionelles Handwerk, Menschen und Vereine mit besonderem Engagement oder eindrucksvolle Orte. Ja, unser Allgäu hat viel zu bieten. Auch dieses Jahr sind wir wieder mit unserem Magazin Land und Leute im Allgäu unterwegs. Doch dieses Mal sind Sie gefragt. Sie kennen jemanden mit einem interessanten Hobby, einen tollen Verein oder einen Ort, den man einfach mal gesehen haben muss. Dann melden Sie sich bei uns und machen Sie zusammen mit uns Land und Leute zu etwas ganz Besonderem. Allgäu ist für mich Lebensqualität, Allgäu ist meine Heimat und ich sage einfach, wo meine Heimat ist, das sind auch meine Wurzeln. Ich habe hier alles, was ich brauche, grüne Wiesen, Wald, Berge, Wasser. Ja, ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, um irgendwo zum Leben. Da, wo andere Leute Urlaub machen, da wohne ich. Ganz einfach. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu.